Flugbasis Brixen, 9 Uhr morgens. Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 kommt von einem Einsatz zurück. Der erste heute für die Crew der Heli-Flugrettung Südtirol. Glücklicherweise war es kein schwieriger Einsatz. Es hat sich eben um eine Person gehandelt, die sich verletzt gehabt hat heute am Kopf. Und der schon beim niedergelassenen Arzt vorstellig geworden ist. Aber der hat befunden, dass sie ins Krankenhaus gehört. Und dann haben wir sie einfach dorthin verlegt. Also es war jetzt kein dramatischer Einsatz mit großem Ressourcenverbrauch. Der Bordtechniker kümmert sich sofort darum, dass der Hubschrauber wieder für den nächsten Einsatz startklar ist. Über 700 Liter Kerosin passen in die Maschine. Vollgetankt wird aber nie, das würde das Gewicht zu sehr beeinflussen. Während die Maschine startklar gemacht wird, sorgt auch der Sanitäter dafür, dass der Medikamentenrucksack wieder aufgefüllt wird. Meine Aufgabe ist ja drinnen ein Hubschrauber, sei es die technischen Geräte, die wir haben, zum Warten. Und praktisch allen wieder schauen, dass sie unter Ladung sind und sei es auch mit dem Monitor oder sei es mit dem Sauerstoff, mit dem Druckbohrmeter oder so, dass es allen wieder aufgefüllt ist und dass das in Ordnung ist. So dass der Doktor in der Früh herkommen kann, umfangen kann in der Früh und kann, er schaut sein Zeug an und wenn das alles in Ordnung ist und wenn das passt, dann können wir praktisch wieder zu den Einsätzen gehen. Sobald der Rucksack wieder gefüllt ist, kommt er zurück in den Helikopter. Hier im Bauch der Maschine findet sich auf engstem Raum alles, um einen Schwerverletzten zu bergen und ihn sicher in ein Krankenhaus fliegen zu können. Das ist der Marinesack, wir haben einen Marinesack oder Bergesack. Den nehmen wir mit, wenn wir Schwebeflug machen oder Windenbergung machen. Je nachdem, wie jetzt der Patient in welcher Form er zu versorgen ist im Hubschrauber drinnen, muss man sich einen Platz schaffen oder sich einen Platz einfordern, wenn es notwendig ist. Aber Summ und auf ist, dass man eigentlich den Patienten schon vor dem Abtransport so weit das Setting herrichtet, dass während des Fluges nicht mehr notwendig ist, große Maßnahmen zu setzen, weil das wäre sehr schwierig. Kurze Zeit später geht in der Flugbasis Brixen wieder ein Notruf ein. Jeder Notruf für die Heli-Flugrettung wird über die Notrufzentrale 118 in Bozen weitergeleitet. Dort entscheiden auch die Mitarbeiter, ob es den Einsatz eines Hubschraubers überhaupt braucht. Es funktioniert folgendermaßen, dass die Notrufnummer 118 gewählt wird von den Bürgern, die in Not sind, oder von Zeugen, die eben da hinkommen, wo jemand in Not ist. Dort sind nachher professionelle Helfer, die den Fall abklären und einmal genau Fragen stellen, wo das ist, wie man den finden kann, wer da beteiligt ist, was genau passiert ist. Und nachher wird eben von dort aus das geeignete Rettungsmittel verschickt. Bei uns ist es natürlich in Südtirol ganz wichtig, dass wir die Flugrettung haben und dadurch auch Orte erreichen können, die sonst eben nicht sehr zugänglich sind und somit sehr schnell Hilfe hinschicken können. Der Pelikan 2 in Brixen ist schon wieder abflugbereit. Dieses Mal geht es für die Flugretter nach Pflersch. Dort wird das Team zu einem Patienten mit Verdacht auf Gehirnblutung gerufen. Die Flotte der Flugrettung Südtirol besteht aus 3 Rettungshelikoptern, die das gesamte Land abdecken. Und zwar der Pelikan 1 und der Pelikan 2, die fliegen das ganze Jahr. Und der Jutta Bindolomites, der macht die Wintersaison und die Sommersaison. Und von uns aus gesehen ist das genug. Wir haben auch Statistiken, die einen Vergleich haben mit anderen Provinzen und Regionen in Italien. Und wir haben gesehen, dass praktisch unsere Hubschrauber eigentlich ziemlich viel fliegen im Verhältnis zu anderen Hubschraubern. Kurze Zeit später Flugbasis Bozen. Hier steht der zweite Hubschrauber der Heli-Flugrettung Südtirol, der Pelikan 1. Die Hubschrauber sind Maschinen des Typs BK-117 und werden, wie das Flugpersonal, von der INAER Helikopter Italia gestellt. Das maximale Abfluggewicht für diese Maschine ist 3.350 Kilo, das Leergewicht ungefähr 2.200. Dann kommt da dazu der Treibstoff, das sind ungefähr 400 Kilo. Die Ausrüstung, was auch noch dazu kommt, medizinische Ausrüstung und die Besatzung. Und das normale Startgewicht ist ungefähr 3.050 Kilo. Die Flugrettung gibt es in Südtirol bereits seit über 20 Jahren. Sie ist ein integrierter Bestandteil des Rettungswesens im Land. 1992 wurde von den Organisationen, die im Rettungswesen tätig waren,
den Alpenvereinen, den Bergrettungsdiensten und dem Weißen Kreuz die Arbeitsgemeinschaft Südtiroler Flugrettung aus der Taufe gehoben. Und in den Jahren hat sich natürlich sehr viel geändert. Und aus diesem Grund wurde, um dem, dieser Tätigkeit eine moderne Struktur zu geben, die Heli Flugrettung Südtirol gegründet, damit auch die gesamten rechtlichen Auflagen gewährleistet sind. Zurück in der Flugbasis Brixen. Hier landet schon wieder der Pelikan 2. Für jede Landung stehen immer zwei Feuerwehrleute für den Fall eines Brandes oder Funkenbildung bereit. Das ist Vorschrift. Die Crew des Pelikan 2 kommt aber wieder sicher am Boden an. Der Patient von Pflausch musste ins Landeskrankenhaus nach Bozen geflogen werden. Damit das Team der Flugrettung bei einem Notfall sofort reagieren kann, braucht es bestimmte Informationen. Wir brauchen einige Informationen dazu, zum normalen Informationen vom Rettungsdienst, und das heißt eigentlich, wo genau ist der Ort. Wir haben Schwierigkeiten, die Hausnummer zu lesen, darum ganz wichtig, dass jemand vor Ort steht und sich bemerkbar macht. Bemerkbar macht mit den famosen IS-Zeichen hierher zum Beispiel, oder wir sagen auch ab und zu, er soll was nehmen, wie ein kleines Leintuch, einfach was man oben aus sehr, sehr gut sieht. Und wir brauchen 25 mal 25 Meter, um sicher landen zu können, wobei keine Kabel sein sollten. Stromkabel oder andere Seite von Kabel. Bauernhöfe zum Beispiel haben wir sehr gerne auch Anlagen, Beförderungsanlagen, also frei von diesen. Und es soll nichts am Boden rumliegen. Also so ein Hubschrauber druckt sehr, sehr viel Wind am Boden und alles fliegt umher. Inzwischen ist es später Nachmittag und im Augenblick ist es in der Flugbasis Bozen ruhig. Doch plötzlich heißt es wieder Einsatz für die Flugretter. Einsatz der Pelikan 1 und vor Richtung Parteia. Die Koordinaten 46, 48, 42, Rolle 46, 48, 42, 11, 19, 35, Rolle 11. Der erste Flug war natürlich sehr, sehr nervenaufreibend und sehr interessant. Und man hat dann auf alles andere gedacht, außer in Einsatz. Aber es ist eine Erinnerung, die man sicherlich niemals vergessen wird. Ja. Je nach Erfordernissen wird bei Einsätzen der Flugrettung auch zusätzliches Personal mit an Bord genommen. In diesen Archivaufnahmen wird ein Einsatz des Aiutalpin Dolomites gezeigt, bei dem ein Bergretter die Bergung eines verletzten Kletterers vornimmt. Auch die Bergrettung spielt bei der Flugrettung in Südtirol eine zentrale Rolle. Wenn wir bedenken, wir haben 30% Einsätze werden mit Hubschrauber gemacht, die restlichen alle zu Fuß oder mit dem Auto. Und folgedessen ist für uns einfach eine ganz wichtige Organisation, wo wir mit dabei sein und da mitreden wollen und da mitentscheiden wollen, weil es einfach ein Instant und da das von verunglückten Interesse ist. Die Flugretter des Pelikan 1 sind inzwischen wieder auf dem Rückflug. Der Einsatz ist gut gelaufen, der Patient konnte vor Ort versorgt werden. Die Maschine landet wieder sicher auf dem Landeplatz der Flugbasis Bozen. Kurz vor Feierabend wird der Rettungshubschrauber Pelikan 1 in den Hangar geschoben. Geflogen wird immer nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Für die Crew des Pelikan 1 heißt es jetzt Feierabend.